Wer kennt es nicht? Vorabend. Viel zu viel mal wieder getrunken. Klassischer Studentenabend gehabt und einen fetten Kater am Start. Deswegen zeige ich euch hier mal ein richtig geiles, übel einfaches 5-Minuten-Rezept, wie man sich ein richtig geiles Frühstück zusammenhaut mit mega geilen Inhaltsstoffen. Mega lecker, mega gesund. Angefangen natürlich erstmal Pilze klein schneiden, dann nehme ich mir meine 3 Eier, würze die ziemlich stark. Das ist nämlich die einzigste Basis, die wir nutzen, um das Ganze zu würzen. Dann haue ich mir ein Bacon dazu, da kann ich euch auf jeden Fall einen Tipp geben. Am besten in der beschichteten Pfanne, aber dadurch, dass die beschichtete Pfanne für was anderes gebraucht hat, muss ich es jetzt in der normalen Pfanne machen. Und aufpassen, der Speck ist extrem schnell fertig, vor allem wenn er dünn ist. Also je dünner der Speck ist, desto schneller fertig ist er. Dementsprechend die Pilze in die Pfanne, in die andere Pfanne rein, nochmal ein bisschen Öl dazu. Erstmal anbraten lassen, bis die richtig schön Farbe bekommen. Dann den Speck rausnehmen in der Zeit und auf ein Krepppapier legen. Da zieht es das ganze Fett mal ein bisschen raus und dann wird der auch richtig schön knusprig hart. Genau, dann geht's weiter. Ei zu den Pilzen dazu und direkt natürlich auch den Käse dazu. Alle Zutaten mit der genauen Angabe stehen auch unten in der Beschreibung drin. Checkt das auf jeden Fall ab. Dann verrühre ich das für den Anfang und lasse es immer wieder mal ziehen. Immer, dass es halt immer fester wird und guck halt, dass es nachher wieder so eine richtig schön goldbraune Schicht wird. Dann haue ich 2 Toasts rein. Warum 2 Toasts auf eine Seite? Genau aus dem Grund, weil man eigentlich so besser oder mehr Toast auf einmal machen kann, ist erstens. Und ich finde es echt ganz geil, wenn man von innen den Toast aufstreicht oder besser bestreichen möchte, dann geht es einfacher, wenn die innere Seite vom Toast weicher ist. So, jetzt sind wir bei der Avocado angelandet. Ich halbiere mir da, oder besser gesagt, eine halbe Avocado reicht da auf jeden Fall. Schön Netz schneiden, oder wie man das nennt. Und kann die dann schon nachher schön auslöffeln. Genauso wie in den Tomaten, schön kurz vierteln. Ich habe hier Cherry-Tomaten genommen. Da könnt ihr natürlich auch ganz normale Tomaten nehmen. Jetzt seht ihr auch hier, der Toast ist schön knackig von außen und von innen schön butterweich. Das heißt, es ist auch, würde ich die Avocado jetzt verstreichen oder würde ich jetzt noch einen Aufstrich mit drauf machen, wäre das ohne Probleme, kann man den einfacher verstreichen. Ich finde gerade, wenn es getoastet ist, ist es immer ganz schwer, das alles ordentlich auf den Toast zu schmieren. Bleibt auf jeden Fall besser haften. Die Avocado, ein bisschen würzen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das reicht schon. Da mache ich mir das Spiegelei mit drauf, was in der Zeit auch fertig ist soweit. Wie gesagt, das ist auch ein extrem schnelles Gericht. Die Tomaten überall mit drauf und ich würde sagen, dann haben wir es eigentlich schon fast fertig. Den Bacon noch mit auf den Toast drauf. Genau, und jetzt kommen die geilen Cinematic Shots. Viel Spaß. Sagen, Leute, bis zum Freitag, bis zum nächsten Video. Ein Gurden.